Hallo und herzlich willkommen zur Update-Vorstellung von dem 1.74-Update. Das ist auch das 1.73-Update. Beinhaltet das Ganze halt schon letzte Woche raus, aber da in der Schule so viel Stress war und so, stelle ich die wenigen Änderungen, die da beinhaltet sind, eben erst jetzt vor. Die größte Änderung ist eigentlich, damit man Minecraft jetzt mit Twitch verbinden kann. Erzähle ich aber erst am Ende, jetzt erzähle ich erst kurz die kleinen Dinge und dann am Ende zeige ich das mit Twitch. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit den Treppen. Die brennen ja normalerweise, wenn man die anzündet. Können wir mal kurz warten. Ah, ich glaube, ich brauche mal kurz ein paar Steine. Game Mode 1. Genau. Bau da mal kurze Mauer hin, sonst fangen die Steine auch, fängt der Zaun auch noch an zu brennen. Und ich will doch meine süßen Schafe nicht gefährden. Okay. Können wir wieder in Game Mode 0 gehen. Ihr seht ja, die brennen ab, aber die beiden Hölzer, also das Akazien, oder die Treppe aus dem Akazienholz und die Treppe aus dem Schwarzeichenholz, die verbrennen nicht. Ich kann jetzt davor zwar anzünden, aber wenn ich jetzt erstklick hier raufklicke, dann brennen die nicht. Ist nur ein kleiner Bug, aber ich denke mal, der wird bald behoben werden. So, als weiteres habt ihr, also seht ihr ja jetzt eigentlich immer, wenn ihr Minecraft startet und kein Resource Pack drin habt, damit das Logo von Mojang aktualisiert wurde, ich blende es ja einfach kurz ein. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Wenn man in Minecraft die Musik anhat, gibt es jetzt neue Lieder von C418. Der hat anscheinend ein Album Neues gebracht und die laufen jetzt eben, wenn man die Musik anhat. Hier bei den Super Secret Settings gibt es einen neuen Shader, der heißt Notch. Ich blende jetzt einfach mal kurz ein Bild ein, wie das ungefähr aussehen würde, weil ich weiß jetzt nicht, ob das gleich, wenn man hier draufklickt, der erste Shade ist oder irgendeiner in der Mitte. Und ja, deswegen blende ich einfach kurz hier ein Bild ein. Ui, wie schön. Und so sieht eben der Shader Notch aus. Bei Mac gibt es einen besseren Vollbildschirm. Ich habe leider keinen, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Es gibt nun die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas spawnt, ist zwar relativ gering. Aber es kann sein, dass Zombie, also so Baby-Zombies oder Baby-Zombie-Pigman auf Hühnern reiten. Genau, man kann das auch hercheaten mit diesem Befehl hier. Nein! Was erzählt das Minecraft-Wiki eigentlich? Es hat erzählt, damit, wenn ich das so hercheate, damit ich. Nein, schlecht. Hihi, damit ich, wenn ich das so hercheate, damit dann das Huhn eben die Kontrolle über den Zombie hat. Das stimmt ja anscheinend gar nicht und ich weiß gar nicht mehr, jetzt, wo das war. Aber wir sind ja immer im schönen Schneebereich und da hinten sind Schafe, die brauche ich. Genau, also wenn ihr den Befehl, wie gesagt, habt, dann spawnt so ein Baby-Zombie mit einem auf dem Rücken von einem Huhn. Und also wenn die natürlich spawnen, greift die euch natürlich an. Und halt der Vorteil von den Zombies dabei ist, wenn die von irgendeiner Klippe runterspringen, bekommen die keinen Schaden, weil die halt eben auf dem Hühnerrücken dann langsam runterflattern. So, und genau, die Schafe brauche ich jetzt dazu, weil ich denke mal, das kann auch sein, dass ihr es bei anderen YouTubern schon gesehen habt. Weil das ist eigentlich recht witzig und zwar braucht man dazu muss man das Schaf umbenennen mit zum Beispiel einem Namensschild. So, und zwar muss das Namensschild muss man das Jab und dann so ein Unterstrich muss es eben so nennen. Wenn man dann das auf ein Schaf macht, dann hat es eben den Namen Jab. Wenn man F1 drückt, ist der Name weg und das ändert halt ständig seine Farbe. So, das bekannte Regenbogenschaf geht natürlich auch bei den weißen Schafen. Genau, das waren jetzt die Änderungen im Spiel. Und jetzt würde ich einfach. Ah, jetzt möchte ich das auch.
Würde ich noch kurz die Änderungen zeigen, wie das mit Twitch geht, und dazu wechsle ich jetzt kurz. Ich mache so ein Vollbild hier raus, weil ich muss ja auch einen Browser offen haben, damit ich es euch auch beweisen kann. Also hier ein kurzer Cut. So, jetzt kommen wir zu der Twitch-Sache. Dazu gibt es erstmal neue Einstellungen. Hier Twitch-Einstellungen. Auf Englisch heißen die Broadcast-Settings. Wenn ihr da nicht rein, also ich komme rein, weil ich schon was gemacht habe, was ich euch gleich erkläre. Wenn ihr es da nicht reinschafft, dann seht ihr gleich, was ihr machen könnt, müsst. Oder ich zeige es jetzt und erkläre das da. Also hier bei dem Update-Screen hier steht ja, um das Twitch-Livestream eben benutzen zu können, muss man Mojang-Account eben mit dem Twitch-Account verbinden. Man braucht hier keinen Mojang-Account, um Minecraft zu kaufen. Also ich hatte mich bei Minecraft.net angemeldet und habe es dann gekauft. Und jetzt klickt man eben auf den Link hier drauf, dann kommt man hier raus. Und dann, wenn man seinen Minecraft-Account jetzt noch nicht mit dem Mojang-Account verknüpft hat, klickt man einfach auf Migrate It. Dann gibt man hier eben seinen Benutzernamen ein und sein Passwort. Da ich das jetzt schon gemacht, also genau, dann gibt es ein und dann kommt ihr eben in das Menü. Ich gebe hier das kurz ein. So. Und jetzt seid ihr in dem Menü oder in einem anderen, aber wenn ihr dann euch angemeldet habt eben, geht ihr mal hier drauf und dann auf Settings. Und dann könnt ihr euer Mojang-Konto eben mit Twitch verbinden. Dazu braucht ihr natürlich auch ein Twitch-Konto, da haben wir schon eins, auch wenn wir da noch keine Streams machen, aber wir haben einfach schon mal eins eingerichtet. Genau. Und so verbindet ihr das, und wenn ihr das dann verbunden habt, dann müsst ihr eventuell Minecraft nochmal neu starten, damit ihr in die Twitch-Einstellungen reinkommt. Hier könnt ihr dann aussuchen, wie viel Bilder pro Sekunde gesendet werden sollen, wie laut das eigene Mikrofon sein soll, wie laut das Spiel sein soll, oder wenn noch andere Leute in Skype oder Teamspeak sind, wie laut die sein sollen. Dann kann man wie heißt, eine Taste aussuchen, wenn man sich stumm schalten will. Dann gibt es hier noch für den Chat Einstellungen, weil man kann auch mehr oder weniger mit den Leuten chatten. Hier sind die Serverlisten. Hier kann man sich dann einen aussuchen oder präferieren, bei dem es am besten läuft, ja nach Sparks Empfehlung Amsterdam genommen. Einfach. Und wie man dann tatsächlich streamt, ist eigentlich ganz einfach. Man startet in die Welt. Sorry, die Welt heißt zwar Adventskalender, aber wir haben keinen gemacht. War doch zu stressig. Und drückt einfach, wenn ihr nichts an den Tasten umgestellt hat, einfach F6. Und ihr seht jetzt rechts oben so ein Symbol. Und das ist eben das Streaming-Symbol. Wenn ihr habt, wo ist denn hier? Steuerung, ja, hier könnt ihr es umstellen. Genau hier. Stream starten, beenden. Oder auch pausieren. Könnt ihr das einstellen und auch eben stumm schalten. Werbung geht sogar auch, okay. Wusste ich nicht. Also, und steht jetzt mal was, und wenn ich jetzt mal auf die Streaming-Seite gehe, letztes Video, und ich habe extra stumm geschaltet, dann soll ich mich so nach ein paar Sekunden wieder. Da seht ihr mal, ja, wie das hinterher ist. Die Qualität ist auch nicht sonderlich gut. Aber ihr seht, dass es ziemlich hinterher liegt. Liegt eben an meinem Internet, und ich weiß nicht, wie gut die Server da sind, also vom Hochladen her. Aber schon mal eine nette Funktion. Ich kann jetzt mal einfach mal hier Hi schreiben. Dann steht es natürlich auch bald da im Chat, aber ich bin ja jetzt hier angemeldet, deswegen schreibe ich mal hier Hi. Und guck, und es steht jetzt hier auch im Chat, weil normalerweise spiele ich ja Minecraft im Vollbild und nicht so klein, damit die Qualität auch ein bisschen besser ist. Und dann kann ich ja da nicht, weil ich nur einen Bildschirm habe, nicht noch nebenher da Twitch offen haben oder da auf der Twitch, auf der Channel-Seite halt sein. Und dann werden die Sachen eben, die dort in den Chat geschrieben werden, mir direkt in Minecraft importiert.
Das ist eigentlich recht geschickt. Und die Sachen, die ich natürlich hier schreibe, das sieht man ja im Stream, auch wenn es ein bisschen versetzt ist. Aber da ist ja alles ein bisschen nach hinten versetzt, von dem her passt es ja wieder. Genau. Ja, das war's, glaube ich, alles. Und zum Beenden eben wieder F6 drücken. Also das Wichtige ist eben, damit, das Stream an sich ist nicht so kompliziert. Das Wichtige ist halt eben, damit ihr euren Mojang-Account oder euer Minecraft-Account mit dem Mojang-Account erstmal verbindet und dann eben hier mit Twitch verbindet. Das ging ja hier über das da. Genau, also dann kam ja dieses. Okay, ich bin jetzt angemeldet. Deswegen wird es jetzt nichts, aber wenn ich jetzt mich mal auslogge und dann nochmal auf den Link hier klick, dann kommt eben hier auf Migrated klicken und dann gibt ihr euer Username und Passwort ein. Genau, also gar nicht so kompliziert und dann könnt ihr einfach mal so zwischendrin Stream starten, wenn ihr Lust habt. Ja, gut, das war's dann. Okay, das 1.7.3.1.7.4 Update war jetzt nicht so groß, aber das Twitch-Feature war. Ich weiß nicht, ob das das angekündigte Community-Feature sein soll, weil das ist ja schon länger so im Gespräch gewesen. Ist auf jeden Fall interessant, aber ich denke mal, wenn man irgendein anderes Programm, also ein richtiges Programm zum Streamen benutzt, dann ist die Qualität da dann doch ein bisschen besser, weil man da eventuell ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Okay, gut. Na, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie fandet ihr dieses Update und das Video jetzt von mir dazu? Findet ihr es sinnvoll oder eher weniger? Ja. Okay, gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Links geht es jetzt zum letzten Tutorial von Marco zu den Command Blocks oder mit den Command Blocks mit Befehlen. Und rechts geht es zu einer neuen Sparks Challenge Folge, wo ich ein bisschen über chemische Sachen rede. Viel Spaß. Tschüss.